Herzlich willkommen bei Visionäre am Start, die Sendung, wo wir interessante Unternehmer einladen, mit ihnen Spiele spielen. Heute zu Gast hier in den Räumlichkeiten vom Spielebeter in Klosterneuburg. Und zu Gast ist bei mir der Markus Hochreiter. Servus, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Erzähl mal ganz kurz, was ist denn das, was du eigentlich machst? Also ich habe einen klassischen Computershop, also bin ITler und so Anfang 2000, die Firma Birk wird einem was sagen, so klassischer Tresen, wo man Computer kaufen kann, Computer reparieren, genau sowas habe ich. Sehr cool. Das heißt, bei dir kann man einfach noch reingehen und sagen, ich brauche das und das und du passt genau, das zu einem Tag. Genau. Also wenn du jetzt sagst, du brauchst einen Computer, weil du willst das neue Computerspiel spielen, dann wirst du intensiv beraten, kriegst einen auf deine Wünsche zugeschnittenen Computer, genau mit den Komponenten, die du brauchst dafür. Bin ich genau die Zielgruppe. Ich spiele gerne Computer, yeah. Aber ich habe vor 20 Jahren mich aufgehört, mit der Hardware zu beschäftigen, weil ich einmal, ja, das mal, einmal einen Rechner geschossen habe und dann habe ich mich nie wieder traut. Ja. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Wir lernen uns näher kennen im Rahmen eines Spiels, wenn wir schon beim Thema Spiele sind. Wir spielen das Spiel Speed Cups miteinander. Das Spielprinzip hast du schon kennengelernt, hast du gesagt, auch für die Zuschauer. Wir decken eine Karte auf und schauen, wer am schnellsten das Muster nachbaut. Und willst du als Gast anfangen aufzudecken? Okay, fangen wir an. Nein, ich hab... Ja, du bist auch falsch, okay. Jetzt. Ich habe dich den ersten falsch aufgesetzt. Ja. Ja, aber schwarz und blau ist auch schwer zu erkennen. Das ist. Markus, machst du das immer schon und wann, wie bist du selbstständig geworden mit so einem Geschäft? Woher kommt das? Mehr durch Zufall. Okay. Es ist eigentlich, ja, das Ganze ist durch widrige Umstände. Also ich wollte eigentlich Tischler werden. Wirklich? Ja, eigentlich wollte ich Tischler werden und hatte viele Praktika als Tischler und Anfang 2000 war das mit den Lehrberufen relativ schwierig, auch einen Lehrberuf als Tischler zu bekommen. Und dann kamen aber die neuen Lehrberufe. Und das war damals der EDV-Techniker. Und dann hat es geheißen, neuer Lehrberuf und dein Papa, der macht ja immer schon mit Computer rum und so weiter, das ist Zukunft, mach doch, geh doch mit dem Computer was machen. Und dann habe ich eine Lehrstelle bei der Firma Fovis bekommen damals, als es sie noch gab, mit einem sehr engagierten Lehrherrn, der sich technisch wirklich sehr gut ausgekannt hat. Und die hatten aber auch eine freie Werkstatt. Also da konnte man nicht nur Eigengeräte hinbringen zum Reparieren, sondern auch Fremde von anderen Häusern oder selbstgebaute. Und dadurch habe ich ein breites Spektrum an Fehlern und Hardware und so weiter eben schon in der Lehre gesehen. Und mein Vater, der war Außendienstvertreter für einen großen Fotohandel und als sein Chef dann aufgrund einer Krankheit nicht mehr konnte und das seine Juniorchefs übernommen haben, hat er sich verabschiedet und durfte nicht in Frühpension gehen. Und dann war ihm die Frage, was machen wir, weil er durfte noch nicht in Pension, ich war mit der Ausbildung noch nicht fertig und ich habe gesagt, ich würde gerne in diesem Bereich, so Computershop und Computerreparatur gerne bleiben, weil mir das Spaß macht, also das lebe ich auch. Ne? Und dann haben wir gesagt, naja, es kommt ja jetzt auch diese E-Card-Geschichte und viele Ärzte haben keine Computer, dann gründen wir eine Firma und machen einmal Ärzte, also Computerausstattung für Ärzte und haben dann 2 Jahre später den Computershop dazu aufgemacht, um eben das Spektrum zu erweitern. Cool, also eigentlich ein Familienprojekt. Ja, eigentlich ein Familienprojekt. Voll spannend. Cool, schöne Geschichte. Schauen wir, dass wir mehr über dich erfahren. Diesmal decke ich auf. Konzentrieren. Das wird halt nichts. Ich sehe schon. Ja. Nein, ich habe noch Chancen. Wann habt ihr angefangen? Vor wie vielen Jahren? Die Firma wurde 2002 gegründet ursprünglich. Wow. Und 2004 haben wir den Computershop eröffnet und 2005 auf meinen Namen umgeschrieben. Das heißt, ich habe 20-Jähriges? Dieses Jahr haben wir 20-Jähriges. Ja. Wow, gratuliere. Dankeschön. In 20 Jahren gibt es sicherlich die eine oder andere Geschichte. Was waren vielleicht ein, zwei schönste Kundenerlebnisse, Projekte oder Dinge, wo du gesagt hast, das war richtig eine tolle Sache oder ein tolles Feedback vielleicht? Also Feedback,
Ich freue mich immer, wenn die Leute kommen und sagen, ah, sie sind so zufrieden mit dem Computer, den sie von mir haben oder mit der Betreuung oder ah, ich erzähle nur Gutes über sie und ah, sie haben ja meiner Schwester, meiner Bekannten, meiner sonst wem geholfen. Also das freut mich natürlich immer sehr, wenn ich das so höre im Ding, wenn die Leute vorbeikommen, ich empfehle sie auch immer weiter und so weiter. Also das sind die Dinge, die mir persönlich sehr, sehr, sehr viel Spaß machen. Und Computererlebnisse habe ich natürlich, in 20 Jahren sieht man so einiges. Also ich hatte tatsächlich von der toten Ratte in einem Computer bis hin zu einem Haufen Asche, weil sich das Mainboard einfach in Rauch aufgelöst hat, alles schon dabei. Ja. Aber eines meiner schönsten Erlebnisse ist einen Kunden, den ich übernommen habe, der auch hier in Kloster Neuburg sitzt, den ich seit jetzt Jahren schon IT-technisch betreue, wo man einfach merkt, der fühlt sich gut bei dir aufgehoben. Ich meine natürlich, wenn man einen Kunden lange betreut und so weiter, es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, wie soll auch, weil IT produziert halt Fehler und manche Dinge brauchen Zeit und so weiter, aber man hat trotzdem eine innigere Bindung irgendwie zu dem Kunden und man merkt auch, er freut sich und ist dankbar, wenn du ihm helfen kannst. Und das ist, finde ich, irgendwas total Schönes. Also, dass er wirklich weiß, auch der Kunde, hey, da ist einer, der hilft mir wirklich. Mhm. Und der ist nicht nur da, weil er eben halt den Job macht. Ja, sehr schön. Da gehen wir nachher noch ein bisschen tiefer rein, aber zuerst schaue ich, ob ich aufhole. Du darfst wieder aufdecken. So. Okay. Ja. Ist das hier korrekt? Ja. Sehr schön. So. Jetzt haben wir von vielen Erlebnissen gehört. Ich schätze, du hast sowohl eben private, du wirst aber auch Businesskunden haben. Ja, was sind denn so deine Angebote? Was sind deine Angebote? Was sind so deine Wunschkunden auch im B2B-Bereich? Also im B2B-Bereich ist mein Wunschkunde ganz klar die kleinere Firma, die eine IT-Betreuung braucht. Nicht, weil ich nicht mit Großen klarkommen würde, sondern einfach, weil ich auch eine Familie habe, mit der ich Zeit verbringen möchte und ich nicht rund um die Uhr nur für die großen Firmen arbeiten möchte. Das ist der eigentliche Grund dahinter. Da stehe ich aber auch dazu und das sage ich auch. Ich habe aber auch für größere Firmen Partnerschaft mit anderen IT-Lern, dass die Betreuung aufgeteilt wird und das Ganze. Aber am liebsten ist es mir natürlich, wenn ich eine Firma habe, wo ich direkt mit dem Inhaber der Firma, mit dem Chef, mit dem Entscheidungsträger reden kann, sagen, du, das ist es, so ist es, das brauchst du, so können wir es machen. Mhm. Und dass man da eine direkte auf Augenhöhe sich begegnet in der Verbindung und nicht, dass man sagt, ja, ich muss erst mit dem reden und erst mit dem reden und erst mit dem reden. Das ist halt sehr ermüdend. Aber mein Wunschkunde ist immer der, wo ich direkt mit dem Chef reden kann. Und du hast ja gesagt, es geht ja auch um diese Beziehung. Ne? Ja. Und das ist halt bei einer kleinen Firma, wenn du den Chef kennst, eine ganz andere Ist eine Beziehung. Ganz eine andere Thematik dann natürlich. Ja, dann macht es auch anders Spaß natürlich. Ja. Und ich biete eine komplette Rundumbetreuung an, also die Geräte kommen von mir, der Service kommt von mir, die Computer werden individuell auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten, die Server auch, wenn ein Server benötigt wird oder wenn ein Cloud-Dienst benötigt wird. Ich habe auch seit kurzem eine eigene Vermietung für Server, wo ich eben gewisse kleinere Server, die sehr, sehr viel abdecken, für kleinere KMUs in einer Mietbasis anbieten kann, was den Kunden viele, viele Vorteile auch bietet. Ja. Also ich schätze auch gleich die Service. Da ist auch der Service drinnen, da ist die Wartung im Hintergrund drinnen. Wenn was ist, sehe ich sofort, okay, da geht was nicht. Das wird im Hintergrund erledigt. Im schlimmsten Fall rufe ich an und sage, du, wir müssen da mit dem, da gibt es ein Problem, ich muss doch vorbeikommen und so weiter. Also auch im sehr kleinen Rahmen und das auch zu einem Preis, der für jede Firma mehr als leistbar ist. Sehr schön. Einfach geht um eine gute Beziehung, um eine faire Beziehung. Ganz genau, Super. Sehr schön. Dann schauen wir mal, wie fair dieses Spiel ausgeht. Ich glaube, du bist jetzt. Ich bin wieder am Aufdecken, ja. So. Ah. Sagen wir so kommt es im nächsten Mal dann. Schauen wir mal kurz hinter die Kulissen. Lernen wir den Markus ein bisschen privat kennen. Ich glaube, die Umgebung passt. Ja, auch, gell? Ja. Erzähl mal, was sind so deine wichtigsten Hobbys? Und
Also ich bin begeisterter Brettspieler. Wir haben ja auch eine Spielegruppe, wo wir regelmäßig Brettspiele spielen. Dann natürlich Computerspiele bin ich auch nicht verschont. Das kommt in, liegt in der Natur der Sache. Ich bin auch bekennender Trekkie. Für alle, die nicht wissen, was das ist. Also das ist, sind sehr Star Trek-affine Menschen, die dem nicht sehr abgeneigt sind und so weiter. Und ich, mein Hirn ist, glaube ich, bei Star Trek mit sehr viel unnützen Wissen gefüllt. ich bin aber auch begeisterter Rollenspieler, also Dungeons & Dragons, das Schwarze Auge, diese Sachen spiele ich sehr, sehr gerne. Also da habe ich eine eigene Online-Gruppe und da kann das schon mal am Wochenende sehr, sehr spät bis in die Nacht laufen dann. Da können wir auch eine kleine Werbeanschaltung machen. Dungeons & Dragons kriegt man nämlich auch hier beim Spielebeta. Ganz genau. Ja. Also eins der wenigen Spielzeuggeschäfte, wo man immer sagt, man will mal dort reingehen, kann man sich beim Peter erkundigen. Er hat sogar das Star Trek Pen and Paper. Wirklich? Ja. Cool. Ja, absolut. Also für alle, also ich bin auch Dungeons & Dragons Spieler, für alle, die da reinschauen wollen, einmal in dieses Universum, hier beim Spielebeta gibt es das. Ja, cool. Also Spiele spielen, eine der großen Leidenschaften. Ja. Sehr schön. Ja. Vor allem in Richtung Science Fiction und so weiter ist man noch lieber als Fantasy. Also gerade, es gibt ja ein ganz bestimmtes Spiel, wo ich sehr tief drinnen bin, wo man so Raumschiffe hat und so weiter. Und das okay, ich glaube, ich weiß schon welches. Ja. Sehr schön. Gut, dann gehen wir in dem Thema weiter und spielen noch eine Runde, hätte ich gesagt. Noch eine Runde. Ich bin mit aufdecken. Ja. Ja. Nein. Haha. Jetzt habe ich geglaubt, ich hab's mal zu dich. Ja, ja. Und fahr daneben. Das ist wie beim Rennfahrer, der winkt vor der Ziellinie und dann ist auch Lenkrad verreist. Ja, das klingt nach mir. Was ist denn dir in der Zusammenarbeit mit Menschen und mit Kunden wichtig? Ich sage immer, was sind so deine wichtigsten Werte, wo du sagst, das brauchst du, damit es für dich auch funktioniert? Also im Prinzip die Ehrlichkeit, also klare Ansagen. Ich mache klare Ansagen, ich bin absolut ehrlich zu meinen Kunden. Wenn ich was nicht kann oder nicht weiß, dann sage ich das meinem Kunden, dann sage ich, du, das weiß ich nicht oder nein, das mache ich nicht, weil. Ja. Und ein Kunde, der mir dann zum Beispiel falsche Informationen gibt, wie, na, es ist eh alles super und er braucht das und in Wirklichkeit hätte er aber was ganz was anderes gebraucht. Also das sind natürlich die Dinge, mich erinnert, wo ich immer mich so ein bisschen schwer tue dann. Ne? Ich denke mir immer, hast du auch so Fälle, wo du halt sagst, haben sie das und das gemacht und die Leute sagen, nein. Kommt auch manchmal vor wahrscheinlich. Nee, also der Klassiker ist, wenn mich Kunden anrufen, das und das geht nicht mehr, aber wir haben nichts gemacht. Ja, schwierig. Was soll man darauf antworten? Ja, glaube ich ihnen sogar zeitweise, nicht bewusst. Also sie haben sich sicherlich nicht bewusst den Virus eingehandelt und sie haben sich... Genau, man hat nicht darum gebettelt, aber... Es wird schon Gründe geben. Es gibt Gründe. Es gibt Gründe, ja. Sehr schön. Machen wir eine finale Karte noch und schauen, wer gewinnt. Ich glaube, du bist jetzt 3 zu 2. Ich habe 3, ja. Schauen wir, ob ich einen Ausgleich schaffen kann. Dann schauen wir, ob du ausgleichst. Das war jetzt hochkonzentriert. Hochkonzentriert. Ja, passt. Dann müssen wir eine Bonusrunde spielen, ha? Schauen wir. Wollen wir Bonusrunde? Gut, spielen wir Bonusrunde. Dann stelle ich noch nicht meine allerletzte Frage. Dann stelle ich eine Bonusfrage. Was sind denn oder was war denn für dich das schwierigste Erlebnis als Unternehmer? Uff, das schwierigste Erlebnis. Ich glaube, das war ganz am Anfang noch, wo ich von meinem Lehrfeld, also meinem Angestelltenverhältnis, in die Selbstständigkeit gegangen bin, wo ich wirklich dieser Gedankensprung, okay, du bist jetzt selbstständig, also du hast nicht nur die positiven Seiten des Selbstständigseins jetzt, sondern du hast auch alle Negativseiten davon jetzt. Und das zu begreifen, das hat doch ein wenig gedauert. Und dann, wenn man das erste Mal dann in dieser Situation ist und dann kommt das erste Mal ein Kunde als Firma zu dir und du weißt, was du ihm zu bieten hast und dann musst du es aber auch anbieten und dann geht da noch was schief und also dann wird dir natürlich beim ersten Mal etwas flau in der Magengrube, aber aller Anfang ist schwer.
dann rechnet man am Anfang mal durch und denkt sich, das hat sich ja gar nicht auszuhalten. Das, ja, das war... Das lernt man mit der Zeit, das dann zu kalkulieren. Das ist Ding, aber es ist halt, wie gesagt, also ich glaube, das war wirklich so das Schwerste, was ich lernen musste, dieses, ja, du bist selbstständig, das ist dir bewusst, aber du hast halt nicht nur die schönen Seiten davon, du hast halt auch die anderen Seiten. Ja, das ist die Gesamtverantwortung. Die Gesamtverantwortung, ja. So, schauen wir, wer verantwortet den Sieg hier. von unten hoch, ja. Oh nein. Du hast mich ja gewinnen lassen. Nein, wenn du den ersten so draufsetzt. Ja, dann ist es vorbei. Dann ist es vorbei. Abschließende Frage. Wenn du in die Zukunft schaust, was ist das, was du noch vorhast? Worauf freust du dich noch? Gibt es vielleicht, ich denke, auch bei dir muss man immer für dich vielleicht an Innovationen denken. Das Mietprogramm, was du zum Beispiel. Ja, genau, hast. Genau. Also es ist schon so, dass man natürlich in der IT sehr viel schneller mit der Zeit gehen muss als bei anderen Systemen, weil sie einfach sehr viel schnelllebiger ist. Und ja, ich habe natürlich schon im Hinterkopf Prozesse, wie ich meine Firma in eine gewisse Richtung bringe, weil es ist natürlich dann auch nicht mehr lustig, mit der Ende 50 und dann Schreibtisch kraxeln zu müssen und so weiter. Ich habe zwei Lehrlinge, die ich ausbilde, wo ich dann natürlich notgedrungen die unterm Schreibtisch kriechen lasse, was nicht nur auch mit meinem Körpervolumen zu tun hat, weil sie sich ein bisschen leichter tun. Aber ich möchte eigentlich in eine Richtung gehen, die viel mehr in dieses Managed Service Bereich reinfällt. Also, dass ich wirklich dann in weiterer Zukunft sage, ja, ich betreue natürlich deine Hardware, du kriegst mein hardware-technisches Wissen und das Ganze und du kriegst auch meine Fachkompetenz, aber in weiterer Folge schauen wir, dass wir vielleicht einen starken Partner kriegen, der die Hardware übernimmt, der das konstruiert nach unseren Wünschen, nach meinen Wünschen für dich und wir machen mehr so Richtung gemeinsamen Service, Struktur, diese Sachen. Sehr schön. Das ist auch da sich weiterentwickeln. Genau. Markus, wenn ich jetzt mit dir arbeiten will, wie erreicht man dich? Wo findet man dich? Wie sind deine Kontaktdaten? Also, ich habe eine Homepage www.hoedv.at. Das steht für Hochreiter EDV. Ich bin auf Facebook vertreten. Man findet mich relativ leicht über Google mit Markus Hochreiter oder Computershop Kloster Neuburg. So. Und meine Mailadresse ist klassisch office@hoedv.at. Wunderbar. Liebe Zuschauer, mich hat es sehr gefreut, dass du hier in der Sendung warst. Wenn Sie einfach einen grundsympathischen ITler haben wollten, dann glaube ich, ist der Markus genau der Richtige. Vielen Dank, dass du bei uns in der Sendung warst und ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön, ebenso. Danke.